Wie ist die Lage? 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 Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dock. Direkt neben der Elfi erlebst du den Hamburger Hafen aus bisher ungesehenen Perspektiven mittels modernster Virtual Reality Technologien, Projektionen und Live-Simulationen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Buchautorin Heike Kleen. Ahoi Heike. Ahoi Lars. Liebe Heike, du behauptest in deinem Buch Geständnisse einer Teilzeitfeministin eben so eine zu sein. Hört sich ein bisschen an wie halbschwanger. Schlichte Frage also, wie geht das, Teilzeitfeministin? Ja, wie geht das? Also halbschwanger geht nicht, das weiß ich aus Erfahrung. Ich habe 2 Kinder. Halbtags- oder Teilzeitfeministin habe ich mir dadurch erklärt, dass ich immer dachte, als ich in mein Berufsleben gestartet bin, naja, also ist alles total einfach mit der Gleichberechtigung. Wir sind alle gleichberechtigt und wir sind die Generation, die das hinkriegt und alles ist super. Und dann habe ich irgendwann Kinder bekommen. Also erstmal eins. Und dann habe ich gemerkt, okay, wir rutschen ganz schnell ab wieder in dieses alte Modell, wie so ganz viele Familien in Deutschland. Sprich, der Mann arbeitet mehr, die Frau weniger oder bleibt erstmal zu Hause. Und dann bleiben diese ganzen unliebsamen Dinge wie kümmern, Haushalt ums Kind kümmern, U-Untersuchung, bla bla bla. Will ich niemand mit Langweilen kennen, Eltern. Da rutscht man ganz schnell rein, dass die Mütter ganz viel erledigen, ganz viel Mental Load im Kopf haben, weniger arbeiten. Über 70% der Frauen in Deutschland, die Kinder haben, arbeiten in Teilzeit, verdienen also weniger, kriegen weniger Rente, rutschen in die Altersarmut und so weiter und so fort. Das hört sich noch nicht nach Gleichberechtigung an. Und bei mir, die ich immer dachte, boah, ich bin doch hier die Feministin, ist doch ganz klar, alles wird super, auch wenn ich Kinder habe, mein Leben geht so weiter. Ich habe gemerkt, oh hoppla, ich rutsche immer wieder in Muster rein, die ich gar nicht will. Auch dadurch, dass ich so als Kind der 70er Jahre vorgelebt bekommen habe. Mama macht den Haushalt, Papa geht arbeiten. Ich rutsche auf einmal in Dinge rein, die ich gar nicht wollte. Und dann habe ich gedacht, okay, im Herzen bin ich Vollzeitfeministin, aber im wahren Leben, in der Praxis, im Alltag bin ich ganz schnell mal nur bei Teilzeit. Wann ist denn der Punkt so gekommen, wo du das gemerkt hast? Hast du da schon ein halbes Jahr oder ein Jahr, bist du da schon abgerutscht oder hast du das richtig kommen sehen? Nee, ich habe das, glaube ich, gar nicht kommen sehen und ich habe es auch lange nicht reflektiert. Sonst hätte ich dieses Buch ja eigentlich auch schon ein paar Jahre früher schreiben können. Mein Sohn ist 12 Jahre alt, meine Tochter 8. Und man ist in den ersten Jahren, glaube ich, erstmal mit Überleben beschäftigt und mit Großziehen und gleichzeitig will man aber natürlich auch sein normales Leben weiterführen als jemand, der wahnsinnig gerne arbeitet. Ich habe immer wahnsinnig gern gearbeitet. Und das unter einen Hut zu kriegen mit Kindern, weil auf einmal war ich wahnsinnig in meine Kinder verliebt. Das habe ich auch so nicht kommen sehen in dieser Stärke. Das alles unter einen Hut zu kriegen, fand ich wahnsinnig schwer. Das habe ich ganz oft wahnsinnig gesagt. Und hast du das denn tatsächlich mal wahnsinnig schnell auch wieder zurückdrehen können, damit ich auch mal wahnsinnig sage. Ja, das finde ich super. Ich wahnsinnig super von dir. Zurückdrehen ist schwierig, weil diese Kinder bleiben auch einfach, ist mir aufgefallen. Verrückt. Sie gehen gar nicht wieder weg. Die kommen auch immer wieder aus der Schule. Die kommen immer wieder aus der Schule. Gut, in Corona-Zeiten sind sie sogar immer da. Das ist noch viel schöner. Ja, es kann man natürlich so nicht zurückdrehen. Kinder werden größer, dadurch wird das Leben wieder einfacher und die Freiheiten werden wieder einfacher und größer. Auch sie sich zurückzuerobern, aber trotzdem bleibt ganz viel da und das Leben ist einfach ein anderes und da muss jeder für sich einen Weg finden, natürlich auch Partner mit einzubinden, zu sagen, pass auf, wir sind ja abgerutscht in irgendwelche komischen Rollenverteilungsgeschichten, die wir gar nicht so wollten. Du mähst den Rasen und ich räume die Spülmaschine aus, aber Rasen mäht man halt nicht so oft wie Spülmaschine ausräumen und das kann so nicht sein. Also da auch mal sich in die Augen zu gucken und sagen, ist das eigentlich fair, ist das gerecht und haben wir das genauso gewollt oder sind wir irgendwie im Alltag so in Muster reingerutscht, die vielleicht auch manchmal ganz schön schwachsinnig sind. Du schreibst, die Mutterschaft zerschmettert den Mythos von der Gleichberechtigung gnadenlos. Genau.
ist es nicht vielleicht nur dir so gegangen und du warst zu schwach, ja, ähnlich vielleicht. Wie bei so Hustenbäulchen, die zu stark waren? Ja, das wäre schön einfach, aber wir brauchen ja einmal nur in die Vorstandsetagen zu gucken, wo vorrangig Männer sind und auf die Kinderspielplätze zu gucken, wo vorrangig Mütter, also Frauen sitzen. Und da kann man sich ja schon die Frage stellen, ist das alles so selbst gewählt? Wollen wir Frauen wirklich nur Teilzeit arbeiten oder gar nicht arbeiten und weiter zurückstecken, weniger Geld verdienen, weniger Aufstiegschancen haben, weil wir es eben nicht schaffen, mit einem Kind auch wieder Vollzeit zu arbeiten. Was ist das überhaupt für ein System, in dem wir hier leben mit den Kitas und Schulen und Nachmittagsbetreuung und wie lässt und dann noch Corona, wie lässt sich das vereinbaren als Familie? Und ich habe mir aber noch viel mehr Fragen gestellt in dem Buch. Also es geht nicht nur um diese nervige Aufteilung, sondern auch einfach, wo fängt Feminismus an, wo hört er auf? Wie feministisch ist es zum Beispiel, wenn ich in der Kindererziehung auf einmal wieder in so komische Dinge zurückfalle, dass ich meinem Sohn sage, Mensch, du musst dich doch wehren, du musst doch ein richtiger Kerl sein. Bei solchen Dingen habe ich mich auch erwischt, obwohl ich das total schwachsinnig finde und irgendwie aus dem Stand einen Vortrag über toxische Männlichkeit halten könnte. Aber in so einer Situation, wenn der eigene Sohn irgendwie gerade als kleiner Junge verhauen wird und mehrfach irgendwie sich nicht wehrt und dann sagst du auf einmal so, Mensch, musst dich doch wehren, musst doch stark sein und dann gleichzeitig fasse ich mal den Kopf und denke, was rede ich denn da für ein Quatsch? Was gebe ich ihm da denn für ein Rollenbild mit? Also solche Situationen habe ich beschrieben auch. Ist denn die Lösung für wirklich gelebten Feminismus dann kinderlos zu leben? Ja, das ist eine gute Frage. Das haben die Feministinnen der 70er Jahre so gemacht. Also ältere Frauen, mit denen ich über das Thema spreche, die sagen, haben gesagt, es war ganz einfach. Ich habe bewusst keine Kinder bekommen, weil ich genau wusste, in dem Moment, in dem ich Kinder habe, bin ich abhängig, bin ich auch finanziell abhängig und ich kann nicht mehr so weiterleben wie vorher. Und deswegen haben sie auch, wie zum Beispiel Alice Schwarzer, auf Kinder verzichtet. Oder ist es nicht einfach vielleicht auch eine Sache der Vorbereitung, der Absprache? Also ja. Ich sag mal, im ersten halben Jahr ist man mal wahrscheinlich als Mutter geforderter als ja. Mann. Aber wenn man da einen richtigen Plan macht, kann ja der Vater auch zu Hause bleiben. Sage ich jetzt mal ganz theoretisch, ja, ganz einfach. Genau so ist es. Ich habe mir es auch immer so gedacht. Ich habe gedacht, ja mein Gott, wenn ich mal Kinder kriege, dann stecke ich die in die Kita und dann arbeite ich wie immer, dann hole ich die irgendwann ab, ist doch alles super. Und wenn ich irgendwo hin will, dann nehme ich die halt mit. Die können auch auf dem Sofa oder unterm Tisch schlafen. So, das war so der Grundgedanke. Und dann hast du ein Kind und siehst, wie sensibel und klein und zart dieses Wesen ist. Und dass es, wie schnell es brüllt und wie sehr es dich braucht. Und dann kommen diese ganzen Muttergefühle natürlich auch noch, die es doch wirklich gibt, aber Vatergefühle natürlich genauso, auch wenn wir sie nicht benennen. Und da kommt so viel zusammen, was ich mir nicht vorgestellt habe. Aber theoretisch hast du recht, man muss einfach Pläne machen. Aber wenn du Gott zum Lachen bringen willst, kannst du auch Pläne machen. Das gibt so ein schönes Sprichwort. Das sollte man trotzdem tun. Vor allen Dingen kann ich nur allen raten, Pläne zu machen für den Moment, in dem man als Frau wieder zurückkehrt ins Berufsleben. Weil wenn man zurückkehrt ins Berufsleben nach der Elternzeit als Frau oder auch als Mann, aber genau die Aufgaben weitermacht, die man vorher gemacht hat, als man noch komplett zu Hause war, weil es sich eben so schön eingespielt hat und weil man alles im Kopf hat, dann liegt man schneller in der Burnout-Klinik, als man sich das vorstellen kann. Oder im Umkehrschluss die gleiche Arbeit machen will, die man vorher gemacht hat, genau. Im Beruf. Ja, das will man ist natürlich. Ist ja auch immer eigentlich. Eine große Gefahr. Ne? Das ist eine Riesengefahr und so ging es mir auch. Ich habe immer gedacht, ich kann genauso arbeiten wie vorher und dann merkte ich aber, ich komme in Teilzeit zurück. Oh, mein Einzelbüro ist gar nicht mehr da. Ich sitze jetzt wieder im Großraumbüro. Na gut, ich bin ja auch nicht mehr so viel da. Oh Gott, leiste ich überhaupt noch genug? Ah, die interessanten Aufgaben gehen gar nicht mehr in mich, weil man weiß, dass ich um 3 wieder das Büro verlasse. Also ich fühlte mich auch degradiert, habe mich aber selbst auch degradiert, weil ich mich in Frage gestellt habe und gedacht habe, boah, jetzt bin ich ja so auch noch Mutter und bin ich überhaupt noch die gleiche und leiste ich denn genug? Ich habe mich immer gefragt, leiste ich überhaupt noch genug und habe mich gar nicht gewehrt im ersten Moment. Heute würde ich das ganz anders machen. Würde ich auf den Tisch schauen und sagen, hey, mein Gehirn ist an der gleichen Stelle, ich habe nur ein Kind rausgedrückt. Was macht denn eigentlich eine richtig gute Feministin aus, jetzt im Jahr 2021? Ja, wenn ich das wüsste, ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden, aber Feminismus bedeutet, ja, aber ich bin ja nur Teilzeitfeminist, habe ich dir gerade erklärt. Feminismus bedeutet einfach die Freiheit der Frau und jede Frau kann alles tun und machen und lassen, was sie möchte, genauso wie jeder Mann auch und das ist Feminismus, einfach nur Freiheit. Diese große Aufregung um den Begriff, die verstehe ich schon gar nicht, dass es immer noch Leute denken, oh, Feminismus, oh mein Gott. Ja, mein Gott, das ist Humanismus wird ja auch nicht in Frage gestellt. Feminismus einfach, Gleichberechtigung.
Du sprichst gerade von Aufregung. Aufregung gibt es ja auch immer übers Gendern. Ja. Wie stehst du denn da so zu? Sprichst du mit Sternchen und Doppelpunkt? Nö, also das bin ich irgendwie, habe ich nicht wirklich geübt. Ich könnte es natürlich versuchen, für die HörerInnen das zu tun. Ich finde es bewundernswert, wie manche das hinkriegen. Es stört mich jetzt auch nicht wahnsinnig. Ich rege mich darüber auf, weil die Leute können auch Spiegelei sagen, dann können sie auch HörerInnen sagen. Aber ich denke da auch oft nicht so dran und finde das manchmal auch zu aufgeregt, muss ich sagen. Wie stehst du denn Schönheitsoperationen gegenüber? Du arbeitest ja im Fernsehen und ja. Es gibt ja durchaus ein paar Moderatoren, vielleicht auch Moderatoren, aber ich denke vor allen Dingen an Anne Will, die ja in diesem Jahr für sehr viel Aufsehen zumindest bei Twitter gesorgt hat, dass sie da offensichtlich hat was machen lassen. Ja, ja, das kann ich natürlich von außen auch schwer beurteilen, aber ich teile deine Einschätzung. Ich finde es wahnsinnig schade, dass es offensichtlich ganz schwer ist als Frau oder schwerer ist als Frau in der Öffentlichkeit zu altern als Mann. Die große Frage ist ja, wer sagt diesen Frauen oder warum denken die Frauen, sie müssten was machen lassen, um weiter auch im Fernsehen vor der Kamera bestehen zu können? Ja, ist es unsere Gesellschaft? Sind es die Ideale in den sozialen Medien, dass alles glatt und dünn und perfekt aussieht? Denken Frauen, wenn sie Falten haben, wenn sie grau werden, dass sie dann nicht mehr vor die Kamera dürfen? Sie haben sie Angst, aussortiert zu werden? Ich weiß es nicht. Ich finde es wahnsinnig traurig und ich wünsche mir, dass Frauen genauso altern dürfen vor der Kamera wie Männer auch. Aber ich sag mal, in dem Fall, den ich angesprochen habe, Anne Will ist ja wirklich echt eine hübsche Frau, ganz oberflächlich betrachtet. Absolut. Die hat es ja nicht besser gemacht. Ja. Ne? Und irgendwie müssen die Leute, die das vielleicht ja vorhaben, ja auch mal mitbekommen, dass das in den meisten Fällen ja komplett in die Hose geht. Ich möchte gerade in Amerika war der Fall Meg Ryan gerade im Gespräch, die behauptet, sie würde einfach nur 2 Liter Wasser trinken am Tag und hätte deswegen so straffe Haut. Ja, ich find's auch natürlich wahnsinnig schade. Das ist auch so eine große Verlogenheit bei der ganzen Nummer. Das ist richtig. Andererseits möchte ich, für mich ist Feminismus aber auch, dass ich nicht über andere Frauen lästere. Oh ja. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Das tun wir nämlich so unglaublich schnell. Wir haben so diesen männlichen Blick als Frauen auch alle erlernt, dass wir sagen, oh, wie sieht die denn aus? Oh, hat die zugenommen? Boah, die ist aber alt geworden. Das sind so Sätze, die uns ganz lange, ganz schnell über die Lippen gingen. Und das sind so Sätze, die ich eigentlich gar nicht möchte. Und ich hoffe eben, dass jeder, der sowas machen lässt, glücklich ist, auch mit dem Ergebnis. Und wenn es nicht so ist, ist es auch schrecklich. Natürlich möchte ich lieber in einer Welt leben, in der wir genauso aussehen dürfen und können und auch vor der Kamera stehen dürfen, wie wir gerade sind und uns nicht ständig idealisieren müssen. Aber in der Welt leben wir noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob die kommt. Was würdest du denn gegen Ende des Gesprächs, was würdest du denn anders machen, wenn du jetzt nun nochmal 20 wärst und 2 Kinder ja. bevorstehen? Ja. Gäbe es tatsächlich so einen Masterplan, was du anders machen würdest? Ich würde erstmal genauso ab 20, glaube ich, weiterleben wie bis Mitte 30, wo ich mein erstes Kind bekommen habe. Und dann würde ich mit meinem Partner ganz genau aufteilen und hingucken, wer macht wie viel. Ich würde rückblickend sagen, Mensch, hab doch mehr Vertrauen in dein Leben, weil ich in den ersten Jahren mit den Kindern doch sehr angestrengt war mit der Frage, wie komme ich in den Beruf zurück? Ich habe mich selbstständig gemacht, das kennst du ja auch, ist auch immer so eine Sache. Und rückblickend würde ich sagen, Mensch, ist doch alles super gelaufen, es klappt, ich bin mittendrin, ich verdiene Geld und ich habe trotzdem 2 Kinder bekommen und war auch ein Teil zu Hause, wenn auch nicht wahnsinnig lang. Und ich würde mir einfach sagen, Mensch, hab mehr Zutrauen zu dir selbst und das möchte ich auch allen raten. Du lebst mittlerweile auf dem Land, das hast du auf jeden Fall anders gemacht. Genau. Und deswegen sind wir bei unserer Top 3. Ich weiß noch selber früher, ich bin ja auch auf dem Land groß geworden, wenn man dann in die große Stadt fuhr, dann hatte man so bestimmte Läden, in die man gegangen ist, weil es sie ja nun mal auf dem Land nicht gab. Welche 3 Läden sind denn das für dich hier in Hamburg bei Platz 3? Ja, Platz 3. Platz 3 wäre bei mir Open Bullen, das ist in Blankenese. Da bin ich immer bei meiner Freundin Adrienne. Und wenn ich bei ihr bin, dann gehen wir da hin und trinken was und gucken auf die Elbe und das ist ganz fantastisch und ich übernachte immer bei ihr und das ist immer so meine Flucht. Okay, Platz 2. Platz 2 ist das Thalia Nachtasyl im Thalia Theater oben unterm Dach. Tolle Einrichtung. Weil, ganz tolle Einrichtung, weil wir da die wunderbare Talkshow Wahnsinn trifft Methode mit der Uni Hamburg machen. Das ist Platz 2. Und Platz 1? Platz 1 ist nach wie vor für mich das Abaton, sowohl Kino als auch Bistro, weil ich ganz lange oben drüber fast gewohnt habe. Es war mein zweites Wohnzimmer und ich kenne immer noch die Speisekarte auswendig. Das Grindelviertel ist ja auch quasi ein Dorf, oder?
ich, ja. Ist ich, ist, also, ich wohne jetzt nun am Rand von Hamburg, aber ich denke immer wieder so ein kleines Schreibbüro im Grindelhof, wenn da jemand eins hat für mich, ich würde sofort mieten. Die werden sich jetzt melden. Ja, die werden jetzt alle melden und ganz günstig natürlich wird es sein. Und also das Abaton auch mit den Filmen, weil da, wo ich jetzt wohne, kommen immer nur so die Blockbuster, da ist dann irgendwie der Til Schweiger-Film und James Bond und das war's dann und die wirklich guten, interessanten Filme, dafür müsste ich ins Seniorenkino am Sonntag gehen und das mache ich dann auch nicht. Dass wir in einem Feminismusgespräch nochmal James Bond und Til Schweiger erwähnen, ganz herrlich. Satz. Ich glaube, wir haben alles hingekriegt. Heike, herzlichen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Vergnügen auf dem Land und ganz viel Freude am Muttersein, muss man ja auch mal danke, sagen. Danke, habe ich. Bis absolut. Dahin. Ahoi. Danke, Lars. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.